Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Joey's Pizza vorstellen. Ich denke, viele von euch kennen einige Filialen, davon gibt es ja wirklich einige in Deutschland. Denn dort kann man zum Beispiel direkt im Lokal Pizza, Pasta oder auch Salate essen. Es gibt auch Kindermenüs und Getränke natürlich sowieso und auch Nachtische. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz einfach auch über diese mobile Anwendung Essen zu bestellen. Und zwar nicht nur Essen nach Hause als Lieferservice, sondern man kann sein Essen, was man dort vor Ort essen möchte, sogar schon im Voraus bestellen. Finde ich ziemlich interessant, aber ich zeige euch jetzt erstmal Schritt für Schritt, wie es losgeht. Schritt 1 ist es nämlich erstmal, seine eigene Filiale auszuwählen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Filiale per Bundesland, zum Beispiel nach, ja, wir nehmen mal Berlin, da gibt es bestimmt mehrere Filialen. Ja, nehmen wir mal Berlin-Tegel. Nun ist diese Filiale hier ausgewählt und man bekommt jetzt hier die unterschiedlichen Aktionen, denn es gibt da bestimmt immer mal kleine Abweichungen bei den Filialen, also das Mittagsangebot und die bekanntesten Pizzen und Salate und Pasta, das ist natürlich gleich, aber es gibt natürlich immer ein paar Änderungen. Und so sieht das Ganze hier jetzt aus, das ist jetzt diese eigene Seite für Joey's, also für Joey's Berlin-Tegel in diesem Falle. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, sich zu überlegen, Mittagsangebot, na gut, das ist jetzt vorbei, aber schauen wir trotzdem mal. Hier sieht man jetzt schon die ersten Angebote, hier jetzt zum Beispiel eine Pizza Fuego, Pizza Amsterdam und dann bekommt man einmal Classic für 5 Euro oder die Classic XL für 5,99 Euro. Und gehen wir mal auf zurück, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier noch bestellen können, weil das ja Mittagsmenü ist und es ja schon vorbei ist. Deshalb nehmen wir einfach mal die Klassiker hier, die sind ja teilweise auch ein bisschen teurer, klar. Nehmen wir einfach mal XL und schieben das Ganze in den Warenkorb. Und jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend weiter zu shoppen, man kann, also zu shoppen, sich das Essen auszusuchen, man kann natürlich, wenn man möchte, noch was zu trinken dazu bestellen oder noch einen Nachtisch oder eine Vorspeise, einen Salat zum Beispiel. Aber wenn man dann letztendlich fertig ist, kann man hier oben auf diesen Warenkorb klicken und hier sieht man jetzt dieses eine Produkt. Das passt ja schon ganz gut, eine Margarita esse ich gerne. Und dann hat man die Möglichkeit, hier einen Coupon einzulösen, falls es zum Beispiel bei uns eingibt oder so. Man kann hier auch nochmal Zutaten ergänzen, also falls man irgendwie was Spezielles haben möchte, noch irgendwas drauf. Aber danach kann man hier zur Kasse gehen. Und jetzt gibt es einen ziemlich interessanten Punkt, nämlich wie möchten Sie Ihre Bestellung bekommen? Da gibt es einmal Lieferung, das ist, denke ich, ganz klar, da kommt einer vorbei mit dem Auto. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze abzuholen, das kennen wir auch, oder einfach bei Joey's genießen. Das nehmen wir auch einfach mal. Und dann sieht man jetzt hier die Möglichkeit, hier sieht man die Filiale, also wo diese Dinge vorbestellt werden. Man kann jetzt aber zum Beispiel auch sagen, nicht sofort, sondern heute. Und zwar um zum Beispiel 18 Uhr. Und dementsprechend, also das kann man dann einstellen, dementsprechend ist das Essen dann auch fertig. Man kann auch direkt hierüber bezahlen. Und das ist natürlich eine ziemlich interessante Idee, wie ich finde. Denn bei vielen Italienern ist es natürlich nur möglich, mit der mobilen Anbindung oder auch bei Lieferdiensten das Ganze nach Hause zu bestellen, indem man es dann abholt oder indem es gebracht wird. So hat man aber auch noch diese zusätzliche Möglichkeit. Finde ich ziemlich cool. Ja, das war dann auch die gesamte Anwendung. Man kann natürlich dann unten noch bezahlen, das muss man auch. Da ist natürlich eine Barzahlung möglich oder auch eine digitale, also eine automatische Zahlung, hier eine bargeldlose Zahlung. Und ja, das ist auf jeden Fall die Anwendung. Schaut mal bei eurer Filiale hier digital vorbei, was ihr alles so bestellen könnt. Da habt ihr auf jeden Fall immer eine aktuelle Karte und könnt zusätzlich das Essen nach Hause bestellen oder auch das Essen dort vorzeitig bestellen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.